Hallo zusammen, wir sitzen heute mit Ante Perry. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ihr mich kontaktiert habt. Dann fangen wir mal direkt an. Ante, du bist nicht nur DJ, Producer, Veranstalter, Schauspieler, sondern du bist ja wirklich ein Multitalent. Was von allen diesen Aktivitäten macht dir am meisten Spaß? DJing. Also ich DJ seit 1991, also seit 27 Jahren. Habe ich angefangen in so einem Jugendzentrum in Holzwickede. Das ist eine kleine Gemeinde bei Dortmund. Und seitdem habe ich versucht, das irgendwie zu meinem Leben zu machen. Habe aber nebenher immer ziemlich gut Fußball gespielt. Und dementsprechend war der Fokus erstmal auf Fußball. Und dann war ich halt verletzt mit 20. Und dann konnte ich nicht mehr Fußball spielen. Und dann habe ich mir halt Plattenspieler gekauft. Und habe ich dann nur noch aufs Auflegen konzentriert. Okay. Ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also es war ja ein Spaßprojekt, was dann ziemliche Wellen geschlagen hat. Ich war zwar in der Theater AG in der Schule und ich muss auch sagen, die schauspielerische Leistungen, die ich da abgeliefert habe, ich meine, das ist nicht Hollywood, ne? Das ist keine Auftragsproduktion gewesen. Das war einfach Spaß. Das hat auch ganze 3 Jahre gedauert, bis der Film im Kasten war. Also Fakt ist, klar habe ich Spaß am Schauspielern. Ob das in Zukunft nochmal passiert, das wird sich einfach zeigen. Dann konzentrieren wir uns mal auf deine Musik. Du hast jetzt dein neuestes Album, heißt Welcome to Paradise, ein cooler Name. Sehr schön. Sehr nices Cover. Wer hat das Cover entworfen? Das ist die Daria Henken, das ist meine Grafikerin, mit der ich seit 5 Jahren zusammenarbeite. Die macht alles für mich. Erzähl uns ein bisschen mehr. Was war deine Inspiration fürs Album und was ist so die Main Message, die für dich dahinter steckt? Also, was ich mit diesem Album eigentlich erreichen wollte, ist, weil ich das Problem an mir und an der Marke Ante Perry ist, man kann mich in keine Schublade packen, musikalisch schon mal gar nicht. Ich bin eigentlich ein Hauser, aber ich mag auch gern Disco und vor allen Dingen mag ich auch gern Hip-Hop. Und das wollte ich irgendwie alles unter einen Hut bringen auf diesem Album, so dass die Leute sich ein bisschen locker machen irgendwie und alles ist ja so engstirnig heutzutage meiner Meinung nach musikalisch. Deswegen wollte ich ihnen einfach ein Album bieten, so wie damals die Hip-Hop-Alben waren in den 90er Jahren. Einfach so ein buntes Potpourri verschiedener Musikstile, ein bisschen aufgelockert durch lustige Interludes mit dem Intro, dass man wunderschön beim Autofahren im Wohnzimmer hören kann und genießen kann. Das sind schon mal gute Beispiele. Dazu machen wir gleich ein Spiel. Und zwar, wir haben uns Folgendes überlegt. Okay, das Spiel heißt Listen to my music when. Das heißt, mal kurz. Genau, also es gibt unterschiedliche Situationen, zu denen Menschen Musik hören. Wir haben jetzt ein paar aufgeschrieben, die uns eingefallen sind. Es gibt auch Your Choice, wenn dir was einfällt, was hier nicht draufsteht. Ja. Du kannst, 5 Stück darfst du dir auswählen. Okay, Making Love. Ganz klar. Ganz okay. Klar, nehme ich das. Being High, natürlich auch. Wenn du was nicht lesen kannst, sagst Bescheid. Ja, ich gucke gerade. Leaving Work on Friday. Mhm. Jogging in the Forest, das mache ich nämlich auch ziemlich gerne. Und Dancing in the Club. Sehr schön. Hast du auch eine übergeordnete Vision oder Mission für deine Musik? Was möchtest du mit deiner Musik bewirken? In erster Linie würde ich ganz gerne die Leute damit glücklich machen, weil Musik, ich meine, wann hört man Musik heutzutage? Ne? Zum Feiern, klar, zum Tanzen, aber im Grunde genommen, Musik ist dazu da, irgendwie um Leute positiv zu stimmen oder, wie soll ich sagen, mit Musik verbindet man auch ganz viele Erinnerungen. Das ist Sachen, die man früher erlebt hat, Urlaube, alte verflossene Lieben. Irgendwie bezeichnet ein gewisser Zeitabschnitt, gab es immer einen Song, den man damit verbindet. So, und das würde ich ganz gerne irgendwie auch schaffen, dass man meine Musik, das habe ich teilweise schon geschafft, also durch das Feedback, was mir die Leute gegeben haben, dass die Leute damit groß geworden sind. Zum Beispiel Beach Boy war mein erster Track. Ich habe mal auf so einer Abiturfete aufgelegt. Ich wusste nicht, ob ich das annehmen sollte, aber die Mädels, die da waren, standen tatsächlich heulend vor mir und haben sich so gefreut, weil Beach Power deren erster Song war in der elektronischen Musik. So, wow. Also die sind damit, ne, das war so der sehr erste rührend. Ja, ja, genau. Und da habe ich beinahe selbst angefangen zu heulen. Und irgendwie das will ich irgendwie erreichen. So. Ja. Natürlich will ich auch, mache ich Musik für einen Club, ne, den man auflegen kann, den andere DJs auflegen können, wo die Leute zu tanzen können. Aber jetzt in Bezug auf das Album war es mir wichtig,
gerade solche Musik zu produzieren, wie, von der wir gerade gesprochen haben, dass man da was mit verbinden kann. Sure. Ja. Jetzt hast du gesagt, glücklich machen. Was bedeutet Glück für dich? Glück bedeutet in erster Linie an nichts anderes zu denken als an den Moment. Mhm. Ja, wenn man frei ist von, ich meine, jeder hat Sorgen, jeder hat Wehwehchen, so. Wenn man das alles vergessen kann, dann ist es erstmal Glück. Glück ist vor allen Dingen auch Liebe, wenn man den richtigen Partner gefunden hat. Das ist ein ganz, ganz großes Glück. Also ich spreche da jetzt aus Erfahrung, weil ich werde heiraten, ne? Ich habe mich verlobt. Ach was, Glückwunsch. Ja, danke sehr. Dementsprechend weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Tja, also im Grunde genommen mit der elektronischen Musik ist es so wie mit der Konjunktur. Es ist ein stetiges Auf und Ab. Mhm. Wenn man mal jetzt vergleicht, 2002, da war Minimal sehr groß. Jetzt, 15 Jahre später, ist Techno wieder sehr groß. Minimal Techno damals, Techno jetzt. Mein international gesehen ist irgendwie alles Techno, Techno, Techno. Jetzt, es gab vor 5, 6, 7 Jahren gab es so ein New Disco House Revival, was jetzt vor 2, 3 Jahren ein bisschen weniger war, aber was jetzt wieder steigt. Das heißt, die einzelnen Musikrichtungen kommen und gehen. Ja, aber letztendlich, was immer bleiben wird, ist halt House und Techno. Ne? So, das wird halt immer bleiben. So. Tja, also was ich einfach nur sagen kann, be real. Verstell dich nicht, sei einfach so, wie du bist. Und auch wenn du damit Leuten auf den Fuß trittst, dann ist das halt so. Man muss nicht alle mögen, alle müssen dich nicht mögen, aber solange man selbst bleibt und sich nicht einfach nur verbiegt und jedem Trend hinterherläuft, der jetzt gerade da ist. Ja, es gibt ganz viele Künstler, die sind immer noch am Start, aber die haben in der Zeit, sag ich mal, von 15 Jahren, haben die ganz verschiedene Musik gemacht. Ja, von Deep House über EDM bis hin zu Tech House. So, und das habe ich irgendwie. Ich bin nie den Trends nachgelaufen, sondern habe einfach mein Ding gemacht. Okay. So, hab jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht war, da können wir gerne mal in 10 Jahren drüber sprechen, aber ich fühle mich ganz gut mit dem, so wie ich das gemacht habe. Also als Gast kann ich natürlich das Time Warp Festival empfehlen. Im April ist das immer in Mannheim. Ja. Da bin ich das ein oder andere Mal schon gewesen. Das war sehr, very impressive, muss ich sagen. La Family Park ist auch der gleiche Veranstalter. Wenn es jetzt um Deutschland geht, natürlich, ich selber habe auf der Mayday gespielt, was für mich als Dortmunder in Dortmund auf der Mayday zu spielen ein sehr großes Erlebnis war, vor, keine Ahnung, 15.000 Leuten oder was die Halle war. Dann natürlich spiele ich regelmäßig auf dem Sonne, Mond und Sterne Festival, was auch ein ganz tolles Festival ist, also der Floor, auf dem ich spiele, auf dem Katamoko Floor, du kennst es ja selber, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, und international muss ich sagen, aber dass die Holländer einfach einen bombastischen Job machen, ja, egal welches Festival man besucht, da ist alles wirklich organisiert und tipptopp aufgestellt. Abschließende Frage, wenn du elektronische Musik hörst und du bist ja offensichtlich in love mit dieser Musik, wie fühlst du dich? Wie würdest du jetzt dieses Gefühl beschreiben, was da im Herzen oder im Kopf oder wo auch immer passiert? Es ist ein warmes Gefühl. Es ist ein warmes Gefühl, was an einem Lächeln auf die Lippen zaubert. Sehr schön. Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke euch. You really